Zwei Tage hat BVB-Trainer Marco Rose seinen Spielern freigegeben, aber heute geht's wieder rund bei Borussia Dortmund und für uns am Trainingsgelände ist mein Kollege Jürgen Kors. Ich grüße dich, Jürgen. Ja, zwei Tage, ich habe es gesagt, gab es frei für die Spieler. Sie konnten zu ihren Familien reisen, teilweise ins Ausland. Manche waren in Deutschland unterwegs. Wie kam es dazu, dass es jetzt eben diese Tage gab? War man so zufrieden mit den Leistungen der Trainingseinheiten letzte Woche? Ja, hallo Kevin, genau so war es dann eigentlich, ne? Denn der BVB wusste, okay, wir haben jetzt knapp 14 Tage Zeit, intensiv zu trainieren. Die ersten Tage hat das Trainerteam relativ vollgepackt mit Inhalt und auch mit Intensität und Umfang. Und dann hat Trainer Marco Rose gesagt, okay, dann, wenn das alles so gut läuft hier, dann können wir mal das lange Wochenende euch geben. Und so war dann am Sonntag und am Montag frei beim BVB. Und heute am Dienstag geht es dann eben weiter, weil jetzt dann tatsächlich am Sonntag das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen wieder ansteht und jetzt der Motor wieder hochgefahren werden muss. Es geht weiter mit intensivem Training natürlich, mit viel Inhalt, mit vielen Dingen, an die das Trainerteam arbeiten möchte, zusammen mit der Mannschaft, denn wir haben den Jahresauftakt noch gut in Erinnerung. Da gab es gute Momente, aber auch einige wirklich besorgniserregende Situationen, unter anderem die Pokalpleite auf St. Pauli. Und jetzt geht es direkt weiter, dann im englischen Wochenrhythmus, sprich Spiele am Donnerstag und am Sonntag. Und von daher muss der BVB präpariert sein. Ab heute geht es weiter mit der Vorbereitung. Gestern war der letzte Tag der Transferperiode, hier in Deutschland zumindest. Borussia Dortmund hatte jetzt nicht mehr groß zugeschlagen, nur Tobias Raschel hatte noch den Verein verlassen. Der Transfer von Roman Bürki zum FC Lorient hat sich dann auf den letzten Metern noch zerschlagen. Hattest du das in der Form erwartet, dass es so ruhig um Borussia Dortmund ist? Ja, das hatte ich so erwartet und das hatten wir ja auch so berichtet, dass da nicht so viel passieren wird. So ist es dann jetzt auch gekommen. Ansgar Knauf dürfen wir nicht vergessen, der ja auf Leihbasis für 1,5 Jahre zu Eintracht Frankfurt ausgeliehen worden ist und sich da weiterentwickeln soll. Auf der Aufnahmeseite hat der BVB in Zeiten knapper Kassen und in Zeiten auch ja mangelnder Chancen wirklich spannende Spieler für wenig Geld verpflichten zu können, eben nur die Hände gebunden gehabt. Und dementsprechend ist es ein ruhiges Transferfenster gewesen, das könnte im Sommer anders werden. Gleichzeitig gilt aber auch für den BVB, bei den Einnahmeverlusten, die durch die Covid-Pandemie einfach schon Fakt sind, wird man kreativ bleiben müssen. Bedeutet, ein neues Gesicht sehen wir heute auf dem Trainingsgelände nicht, aber ist vielleicht das eine oder Altbekannte wieder zurückgekehrt? Es gab ja doch den einen oder anderen Spieler, der verletzt war oder angeschlagen. Mir fällt zum Beispiel Thomas Meunier ein und auch Manuel Akanji, der die ein oder andere Einheit in der vergangenen Woche nicht mitmachen konnte. Wie sieht's da heute aus? Thomas Meunier hatte ja das letzte Bundesligaspiel in Hoffenheim verpasst wegen muskulärer Beschwerden. Der hatte ja vor der Mannschaft seine Übung auf dem Rasen gemacht, mit Ball dabei, mit Sprints, also wirklich auch mit Intensität und mit großer Belastung. Da gehe ich mal davon aus, dass er im Laufe dieser Woche auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Dabei beim Team sind jetzt schon Mo Dahoud und Manuel Akanji, die in der vergangenen Woche ja kürzer getreten waren. Von daher sieht es beim Personal eigentlich ganz gut aus. Gio Reyna fehlt heute, der hat nur angeblich eine Erkältung, von daher nicht so wild. Mats Hummels ist nicht dabei, der bekommt vielleicht noch einen Tag mehr Pause als andere, die er vielleicht auch gut gebrauchen kann. Und dann fehlt aus der langen Liste eigentlich nur noch Emre Can, Muskelfaserriss, na klar. Der wird auch das Spiel gegen Leverkusen verpassen. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem langzeitverletzten Matteo Morey. Also personell tut sich was bei Borussia Dortmund. Und ja, viele davon sind nach langer Pause ja tatsächlich auch sowas wie Neuzugänge für die Rückrunde. Und mit einem gesunden und fitten und vollen Kader kann der BVB-Trainer Marco Rose sicherlich auch anders planen in der Rückrunde. Wen du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist Erling Haaland. Nach wie vor natürlich das große Fragezeichen hinter dem Norweger. Dabei scheint er nicht zu sein. Falls er das nicht ist, ist er denn trotzdem noch eine Option für Sonntag gegen Leverkusen oder wird das echt dann zu knapp? Also Sebastian Kehl, mit dem wir eben sprechen konnten, hat gesagt, er will jetzt noch nicht ausschließen, dass er am Sonntag gegen Leverkusen wieder auf dem Platz ist. Ich habe eben gehört, dass Erling Haaland auch hier im Trainingsgelände ist, eben im Kraftraum war, im Fitnessraum war und sich da fit gehalten hat, an seiner Reha arbeitet quasi. Also abgeschrieben hat man ihn für die Partie gegen Bayern 04 noch nicht. Es wird natürlich ein Wettlauf gegen die Zeit und eine Frage, ne, ob er dann in der Startelf steht, das würde ich mal zu bezweifeln wagen, ob er vielleicht in den Kader rutschen kann. Das könnte noch gelingen. Danach ist ja wieder eine Woche Zeit bis zum nächsten Auswärtsspiel dann bei Union Berlin. Von daher, wenn wir ihn am Sonntag gegen Leverkusen nicht sehen, wäre es natürlich eine Schwächung für die Borussia. Allerdings sollte er dann zum Spiel gegen Union Berlin wieder zur Verfügung stehen, nach aktuellem Stand. Erling Haaland ist natürlich immer ein Faktor, der Borussia Dortmund sehr viel geben kann. Gegen Bayer Leverkusen ist das durchaus nötig, weil die Leverkusen ja in bestechender Form sind. Zuletzt auch vor der Pause richtig gut in Form gewesen, haben gut getroffen, gute Spiele gemacht. Was erwartest du für ein Spiel am Sonntag? Ja, da spielen natürlich zwei der Top-Teams in dieser Bundesliga gegeneinander und auch zwei Mannschaften, die gerne
den Weg nach vorne suchen, die offensiv spielen wollen, die attackieren wollen, die beide erstaunlich schnelle Spieler in ihren Reihen haben und auch beide manchmal ein bisschen das Verteidigen vernachlässigen. Von daher gehe ich mal grundsätzlich davon aus, dass es eine Partie wird, in der, wie häufig in der Vergangenheit, wenn Borussia und Bayern 04 gegeneinander gespielt haben, viele Tore fallen, viel Spektakel geboten wird. Ich glaube, da kann man sich ein paar Tage lang drauf freuen. Grundsätzlich, der BVB ist 8 Punkte vor den Leverkusen in der Tabelle mit einem Sieg. Wäre Platz 2 ja schon fast über die zementiert. Also da dürfte dann in Blick Richtung hinten nicht mehr viel anbrennen. Und Sebastian Kehl sagte, naja, die Chance auf den Titel, der Blick nach oben, drängt sich jetzt nicht so wirklich auf. Aber aus der Hand geben und abschenken möchte natürlich auch nichts. Von daher, ein Heimsieg gegen Bayern 04 würde dem BVB vor den vielen englischen Wochen, die dann anstehen bis Ostern, sicherlich gut zu Pass kommen. Wenn es ein ähnlich spektakuläres Spiel wird wie in der Hinrunde, dann würden wir uns sicherlich alle freuen. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an dich, Jürgen. Du schaust für uns weiter natürlich beim Training zu. Alles rund um Borussia Dortmund und natürlich auch von diesem Training gibt es dann auf ruhrnachrichten.de/BVB.